Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dad in Bermuda. Die Menschen alle fröhlich sind und wohlgenährt. Na ja, gut. Wir schicken mal alle wieder zurück zum Campfire. So, dann schauen wir mal drüber. Also, sie hier hat die Nacht irgendwie so überlebt. Und ich habe so ein klein bisschen den Verdacht, dass eventuell der Sickness-Wert hier vielleicht etwas ausschlaggebend ist für die Müdigkeit, Regeneration und so ein Shit. Deshalb schauen wir mal, was wir jetzt so an Medikamenten haben. Erstmal hier mal auf jeden Fall für sie hier. Weil ich glaube, so ein bisschen, was haben wir hier noch? Sickness minus. So, das geben wir ihr mal. Einen Heiltrank. Sehr schön. So, dann ist zumindest bei ihr mal die Sickness runter. Wo haben wir denn noch harte Probleme? Sie, die Dr. Winters. Dr. Sommer aus der Bravo. Was ist eigentlich damit? Ah, okay. So, dann kriegt die jetzt auch mal hier so ein Bölkstoff. Und ansonsten, das letzte kriegt dann die Julia. Die machen wir hier. So, zieh du dir einen Heiltrank rein. Injury. Hat die auch. Gut, nimmst du was. Nimm da was dagegen. Injury. Der Juri hat Injury. Wie blöd. So. Und rein damit. Da können wir noch ein klein bisschen was denn so. Und der Rest ist ja, und die zwei Sachen sind ja eher negativ. Bringt ja irgendwie nie was hier. So, ab ins Bett. Und ab ins Bett. Der Rest sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Wir lassen sie mal eine Runde quatschen. Wir machen mal heute Morgen. Ja, wir haben den 15. Tag. Und wieder geht da die immer nur so 3-4% runter. Es ist so erbärmlich. Ah. Oh, da ist mal was passiert. So, schön. Ach, ihn hier haben wir vergessen. Ups. Na, wenigstens einer, der bei der arbeitet. Gut. Sorry, mein Freund, ich hab die Fahrt vergessen. Okay. Dann wollten wir sie harvesten lassen. Ihn lassen wir scavengen. Und zwar Wut. So, was haben wir noch? Die Level-Ups kümmere ich mich gleich. Er soll dann mal noch einen Fisch an Land ziehen. Zehn Fisch. Und sie. Was macht sie? Hier hat sie 16, hier hat sie 27, hier hat sie 13, dann macht sie ja beim Harvesting mit. Er hat eigentlich überhaupt keinen Bock mehr. So, er hat 23 hier,
39 hier. Jawohl. Gut, dann Fischzug. Ah, dann haben wir hier noch sie hier, so. Was macht sie? Was tut sie? Ja, finde ich eigentlich nicht geil. Ja, dann rede mit ihr selbst. Redet ihr mal miteinander. So. Level. Skill Points. Ich glaube, wir bekommen die Depression ist sehr stark abhängig von der Diskussionsfähigkeit. Nur was nützt uns das? Hunting, Stealth, was, wie wir diese Hunting und Fähigkeiten so denn überhaupt einsetzen sollen, ich bin mir da noch sehr unschlüssig. Aber wir geben hier das jetzt bei ihr das jetzt halt auch mal aufs Harvesting, damit wir da Leute um die mal rankarren können. So. Wir hatten noch irgendwo ein Level Up. Hier, bei unserem Lobob. Oh, gnadenlose 4 Punkte. Yeah. Extrem. Du lässt Crafting Skills lernen. Jo. Schau mal, was bei rumkommt. Naja, immerhin geht da was an der Depression. Nerd. Cleveres Mädchen, bald tot. So, die ziehen sich jetzt hier erstmal wieder ordentlich Depression rein. 7 Früchtchen. So, was machen die? Ach nee, die haben ja Wood. Die haben ja Holz machen lassen. Wie gesagt, das Gelaber mache ich hier als weg. Aha. Ihr habt, haben sie bei der Dr. Winters den Hunger um 10 Punkte weggelabert. Oh my fucking God. Oh my fucking God. Ich frage mich, ob ich das über den Hunger so timen kann, sie einfach alle gleichzeitig umzubringen. Das wäre mal eine Herausforderung. Challenge accept. Fisch. 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 Noch irgendjemand ohne Fahrschein? Du, Fisch. So, jetzt haben wir sie alle so um die 70. Schön. Naja, wir tun, was wir können. Versuchen so viel wie es geht jetzt unter 70 zu bringen. Wie gesagt, so am Tag
kriegen die so 10% mehr. So, eine Frucht haben wir noch. Ja, komm, du kriegst eh den Hals nie voll. So, und wieder ist das Futter alle. Läuft. So, Feuer ist hauchhart am Ausgehen. Hat 30% Feuer gekostet hier heute Nacht. Jacob steht an der Grenze zum Selbstmord. Ja, warum nicht? Mach mal.